Hallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu Ostwind. Jetzt höre ich irgendwie schlecht, ich habe gerade irgendwie... Irgendwas ist mit meinem Ohr los. Disqualify. Also, ich höre jetzt gerade ein bisschen schlechter. Aber wir sind hier zurück am See. Und da muss ich auch nicht viel hören, sondern sehen. Und bevor uns Hören und Sehen vergeht, stellen wir uns hier mal in den... in dieses Ding. Ne? Und uns wurde gesagt, geh da mal hin. Und Mia meinte... Mika meinte, wir sollten uns vorbereiten. Ich weiß nicht genau, was sie meint, aber wir finden es heraus. Du warst so roh, so ungeschliffen, als du zum ersten Mal hier ankamst. Keine Ziele, keinen Ehrgeiz. Ungezähmt wie ein Feuer. Wild und zerstörerisch. Du hast die Fühlung gebraucht, etwas, wofür du arbeiten konntest. Und jemanden, der diesen Weg mit dir geht. Und dann kam Ostwind, gebrochen und verängstigt. Er brauchte jemanden, der ihn wieder zu sich selbst finden lassen konnte und ihm seine Stärke zurückgab. Ihr wart perfekt füreinander, die Kriegerin und ihr Ross. Eine Einheit. Zusammen konntet ihr die Hindernisse überwinden, die zu hoch für jeden von euch alleine waren. Wow, es ist die Meisterprüfung. Ich habe einen Bogenschießparcours. Wie geil ist das bitte? Oh, ich weiß es nicht. Boah, das ist ja mega. Das ist ja mega, ein Bogenschießparcours. Ach, okay. Auf was muss ich schießen? Folge dem Pferd? Dem Pfad. So, okay. Ah, das ist ja schön. Es gibt einen Bogenschießparcours. Ach, ich bin so glücklich. Jetzt muss man nur noch sagen, auf was ich Bogen schießen soll. Das wäre... Wow, das ist ja... Ah, bin ich gerade froh, dass es sowas gibt. Wie schön, wie schön, wie schön. So, okay, links. Aber muss ich hier nur reiten? Darf ich auch schießen? Ich hoffe, ich muss nicht nur reiten. Aber, nee. Ah. Aha, okay, da war ich doch gerade drin. Da bin ich doch gerade geflogen. So, da bin ich auch gerade geflogen. Die Kriegerin erhebt sich. Okay, das ist jetzt episch. Gut, das dauert jetzt ein bisschen. Ich muss jetzt den ganzen Berg hochlaufen. Ist das so? Kann ich nicht Ostwind pfeifen? Steige ab und folge dem Pfad zu Fuß. Nee, ich glaube, ich muss hier tatsächlich... Oh, geil. Bam. Und bam. Und bam. Und bam. Und bam. Und Rekordzeit. Bam. Oh nein, shit, den habe ich nicht getroffen. Okay, waren das alle? Schieße alle Zielscheiben ab. Wo sind noch welche? Habe ich nicht alle getroffen? Habe ich nicht alle? Alle Ziele? Habe ich was verfehlt? Da. Und bam. Okay, okay, okay. Wo sind noch mehr? Wo sind noch welche? Da oben. So. Schief da oben drauf. Sehr schön, geil. Gut, und weiter. Oh, ist das cool. Leute, das ist so cool, ey. Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Und... Nach links. Ich wäre immer noch für so einen Battle Royale-Modus von Ostwind, wo man so... mit den Pfeilbögen aufeinander schießen kann. Also muss ja kein echter Pfeil sein. Kann ja auch nur so ein Kunststoff. Aus, weißt du, so mit so Saugnopf vorne dran. So, mit so einem, da ist so ein, ne, da ist vorne so ein Gummiding dran, dass man sich nicht gegenseitig verletzt. Das wäre doch cool. So Nerf-Pfeile. Genau. Wie bei so einer Nerf-Gun. Ne? So. Und mit Nerf-Guns kennen sich die Entwickler von Asia, von Ostwind aus. Ohne dich... Werde er jetzt hab ich schon gesehen in den Studios. Aber jetzt, wo ihr beide soweit seid, besprechen wir, was als nächstes passiert. Aber Mika, was ist denn dir? Also sie hilft mir hier voll und das ist schon ziemlich episch irgendwie, aber ich verstehe es gar nicht, was das jetzt als Botschaft bedeuten hat. Übergibt sie jetzt mir das Zepter an sich? Aber ich muss doch auch, wir wollen doch auch Mika retten. Sie soll doch... Hör aus, wie kommst du denn hierher? Ich benutze den Geheimdienst zum Kurzentrum. Erzähle Frau Kaltenbach von Isabels wahren Vorhaben und was sie getan hat. Und dann? Und dann?
Ah, daran. Und dann wird Isabel verschwinden und ich kann mit dir, Ostwind und den anderen auf dem Gestüt leben? Ja. Natürlich kannst du das. Und wir würden uns freuen. Ja, aber Mika muss doch erstmal aufwachen. Die liegt doch immer noch im Koma. Aber das wäre natürlich toll, wenn dann, wenn Ari zusammen mit Mika und den anderen auf dem Gestüt leben könnte. Das wäre natürlich super. Ah, ich habe ein Hindernis nicht geschafft. Da habe ich mich gerade ablenken lassen. Wo ist denn das? Genau, ich bin hier runter und dann... Ah, da längs, okay. Wer kommt auch hier drauf, wenn da unten der Weg ist? Naja, gut. So, hier ein schöner Springparcours. Sehr schön. Das ist echt cool. Ah, boah, das ist ja die Meisterprüfung hier. Das ist ja super geil. Boah. Das ist so, könnte das Spiel für mich die ganze Zeit sein. Das wäre schon allein ein Spiel, was ich kaufen würde. Vom Pferdbogen schießen. Ah, oh. Guck mal, zweimal nicht getroffen bislang erst. Ganz gute Statistik, glaube ich. Ah, ich bin so nah dran. Ich muss weg. Ich bin zu nah am Hindernis. Gott sei Dank kann Ari auch nach hinten schießen. Da kommen die nächsten. Boah, ist so cool. Also es gefällt mir jetzt echt ganz gut. Auch wie das hier mit der Story gemacht ist, wie das mit Mika gemacht ist. Finde ich gerade richtig, richtig, richtig schön. Aber wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das alles so auch passiert. Folge dem Pfad durch die Bäume bis zum Ende. Und wir müssen natürlich aber auch dafür sorgen, dass es Mika am Schluss gut geht. Ne? Das ist ja noch ganz wichtig. Ich meine, Sam würde es uns wahrscheinlich nicht verzeihen, wenn wir jetzt hier so zurückkehren und wir Mika nicht helfen können. Denn Ostwind und Mika sind immer noch so miteinander verbunden und ja. Ach, guck mal, jetzt kann ich Ostwind pflegen. Das ist aber schön. Erinnerst du dich an diese Stelle, Ari? Ja, in dem Traum. Das tue ich. Ach nein. Hier bin ich mit Ostwind aufgewacht. Es kommt mir vor, als ob das ewig her ist. Stimmt, genau. Als wir geflüchtet sind am Anfang. Stimmt, seitdem ja. Ist wirklich eine Menge passiert. Ihr habt euch beide verändert. Mika, ich danke für alles. Du hast mir geholfen, ich selbst zu werden. Mein wahres Ich zu werden. Und ich danke dir, Ostwind. Ich liebe dich. Na dann, wir haben keine Zeit zu verlieren. Oh, das ist ja voll schön. Das ist ja voll schön. Ja, aber sich richtig was einfallen lassen. Das ist echt cool. Also das hat mir jetzt wirklich gefallen, dieser Weitergabe hier, dass Mika jetzt auch nochmal so positiv auf mit Ari hier interagiert und ihr nochmal alles zeigt und sie sich da nochmal so einig sind. Das ist echt cool. Und ja, ich finde es schön, diese Botschaft auch, dass Mika jetzt quasi sagt, hey, dass sie sie halt offiziell akzeptiert und dass Ari in Zukunft natürlich, wenn das also klappt, mit den anderen auf Gut Kaltenbach leben darf. Oh, ich hätte gedacht, ich springe da jetzt einfach runter, aber das funktioniert nicht immer so, wie ich das gern hätte. Das habe ich schon gemerkt. Das finde ich natürlich super cool. Boah, da bin ich auf eure Meinung dazu gespannt, wie ihr das jetzt findet. Also bei der Folge bin ich jetzt wirklich richtig, richtig gespannt, ob ihr jetzt sagt, boah, richtig cool oder ob ihr sagt, richtig scheiße. Ja, also ich glaube, da sind für die Ostwind-Fans ist das schon natürlich boah, wichtig, glaube ich. Ja. Was da jetzt passiert ist. Das verstehe ich auch. Dass das natürlich schon Konsequenzen haben kann. Ah ja, guck mal, hier ist noch ein Feuer. Das können wir noch entdecken. Ah, das ist hier vis-à-vis des Flugplatzes. Ach, das ist da oben. Ach, das ist das Feuer, wo ich gerade war, oder? Kann das sein? Ja, da oben, seht ihr das? Da ist dann noch so ein Weg rauf, da, der führt da hoch. Und dann ist da oben noch ein kleines Lager. Boah, da hat bestimmt eine geile Aussicht auf den Flugplatz.
Mit Sicherheit. Komm, das gucken wir uns nochmal gerade an. Story ist wichtig, aber auch das ist wichtig. Dass wir nochmal kurz da oben uns hinstellen. Und auch nochmal kurz speichern, tut auch ganz gut. So. Genau hier, das ist der Weg zu dem kleinen Feuer. Boah, das sieht ja cool aus hier. Oh, steh, steh, steh. Da wollte Ostwind nicht so ganz stehen bleiben. Cool, oder? Da unten ist der Flugplatz. Das ist schön. Das ist, glaube ich, so das... mit denen am See ist das mit das schönste Feuer hier. Der schönste Rastplatz für uns. Ja, es ist bequem. Auf dem Holzstamm. Im Schneidersitz. Gut. Gespeichert. Und den Punkt entdeckt quasi. Voll schön. Den finde ich hier wirklich, wirklich sehr cool platziert. Machen wir uns mal auf den Weg. Zu Adrian. Ja, Vollgas würde ich mal sagen. Was ist denn da vorne? Gelbes am Flughafen? Achso, nur so ein... nur ein Auto. Genau, das da vorne, meinte ich. Da die Landelichter. Die das Flugzeug darauf hinweisen, wo es denn zu landen hat. Ja, und dann sprechen wir auch gleich mit Adrian. Das ist gleich 1,7... Ui! Liegt hier eine alte Telefonzelle. Okay. Halb eingegraben. Anscheinend wollte hier mal jemand telefonieren, hatte wohl keinen Empfang. Hat einfach die Telefonzelle eingegraben von lauter Hass. Ja, so kann es gehen. Adrian ist immer noch auf dem Berg bei dem Turm oder in der Stadt wieder? Ich glaube, Adrian ist in der Stadtnähe. Hä, wo ist er denn? Ach so. Und wo ist das alte Gut? Oder ist das wieder ganz woanders? Das ist doch hier, oder? Das ist doch... Greifswald ist doch bestimmt diese... Diese Anlage, oder? Ich weiß nicht. Wir werden mal auf dem Weg dahin so einen kleinen Abstecher machen. Und uns das mal angucken. Ob wir da was erfahren. Da geht es jetzt rauf. Ah ne, ist nur Wald, okay. Man kann immer das nicht so ganz deuten, finde ich, aus der Ferne, ob das ein Wald ist oder Berge, auf die man dazu reitet, weil sich die Grafik relativ spät aufbaut. Oh, schön. Eine Jägerhütte, ein Jägerstand. Das hier, genau, der Schießplatz. Aber gut, dass wir geübt haben, sonst hätten wir die Aufgabe vorher natürlich nicht so souverän bestanden. Guck mal, eine Baustelle tatsächlich hier an der Straße. Ja, was wird hier gebaut? Kanal. Kanalarbeiten. Da wird ein neuer Abwasserkanal gelegt. Schön. Moment, wo ist die Villa Greifswald? Moment. Ach, die ist hinter uns. Ah, die haben wir jetzt gar nicht gesehen. Warte mal. Sehe ich die aus der Distanz vielleicht? Ist da vorne? Ja, die muss da drüben sein. Aber da werden wir schon wahrscheinlich... Also ich bin der Meinung, dass wir jetzt da wahrscheinlich hingehen werden, oder? Gucken wir mal. Ob wir die sehen können. Ah, hier unten. Ne, das ist nur ein Hof. Hä? Da! Oh, wow. Ne, das ist alt. Das ist heruntergekommen. Das ist ja ganz alt. Das sieht aber auch cool aus. Guck mal, hier wächst noch ein bisschen Mais. So ein altes Gestüt, hier so ein alter Hof.
Da der Mähdrescher verrostet hier unten so langsam. Schade drum, ne? Den hätte ich ja schon noch weggeholt. Na gut. Also. Weiter im Text. Auf zu Adrian. Da bin ich ja gespannt, wo dann dieser... Oder sehen wir das gar nicht? Ach, wahrscheinlich dürfen wir gar nicht selber hin, sondern das ist wie im Gut Kaltenbach, dass das einfach so in der Sequenz irgendwie in dem Gespräch passiert. Das wäre natürlich schade. Ich hätte das gerne direkt gesehen oder direkt gespielt. Aber gucken wir mal, ich weiß jetzt noch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wir dann nicht hingehen werden in dieses Erholungszentrum. Das... Ach, wobei, er macht uns den Weg frei. Ach, ich weiß noch nicht. Huch. Uiuiui. Das ist der Steinbruch. Boah. Okay, das nenne ich mal einen Steinbruch, oder? Wow, Leute. Das ist echt... Das ist eine Hausnummer hier. Nicht schlecht. Warte mal, kann ich oben rum langreiten? Ja, oder? Hier rum. Das ist echt nicht schlecht. Krass. Genau, wir nehmen diesen Weg hier. Ich bin jetzt schon etwas beeindruckt. Das sieht schon richtig fett aus. Puh. Wahnsinn. Meter. Ach, guck mal, hier habe ich auch noch ein Camp. Okay, genau, das hier, so ein improvisierter Wanderweg, sage ich mal. Und da geht es über eine Holzbrücke. Huch, uiuiui. Muss ich da runter? Ah, das ist abgesperrt, das Kartenende, denke ich mal. Und ich werde wohl hier rauf müssen. Oder? Den Weg rauf. Da. Genau. Oder bin ich den gerade hergekommen? Ne, da bin ich gerade hergekommen. Okay, Moment. Ah, ich bin den falschen Weg. Ich muss hier nach rechts. Ich muss hier rauf. Darum. Warte mal. Umdrehen. Das ist der Weg über die Brücke, aber das ist nicht der Weg, den ich gehen muss. Ich muss irgendwo hier rüber. Ja, ich muss zu diesem Weg. Natürlich, natürlich. Ah ja, so macht das Sinn. Ja, was ein Blick auf die Karte nicht oft alles bringt, ne? Ah ja, genau, da vorne ist mein Lager. Und wo ist Adrian? Ah, der steht jetzt nicht wirklich da unten, oder? Ist nicht wahr. Das ist aber auch ein schöner Ausblick hier. Das ist auch echt ein schöner Ausblick. So, und was Adrian zu uns zu sagen hat, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Krass, oder? Spannend, ne? Spannend, spannend. Dann schaltet auch wieder ein beim nächsten Mal. Also eben dann morgen. Also bis dahin. Und ich reite jetzt mal zu Adrian rüber und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.